Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info-Video. Ich habe jetzt rausbekommen durch Leaks, was es wohl als Belohnung in dem Ranked-Modus geben soll, wenn man die einzelnen Stufen erreicht hat. Und zwar soll es für jede einzelne Stufe von Gold bis Predator, soll man ein besonderes Abzeichen bekommen. Man soll einen Skin für, jetzt muss ich es ablesen, HCOG-Skin, einen Skin für, das ist ein Waffenvisier, soll es wohl geben. Und es gibt einen Dive Trial. Das soll wohl ein Schweif sein, wenn man zum Beispiel eine Zipline rüberfährt oder so einen Zipballon oder so einen Jump-Turm hochfährt, soll man wohl so einen speziellen Schweif hinter sich herziehen. Ich denke mal so ähnlich, wie wenn man aus dem Jump-Chip springt, dieser farbliche Schweif. Und für jeden einzelnen Rang, den man erreicht hat, soll es wohl eine spezielle Farbe geben. Ich finde die Belohnung jetzt an sich nicht besonders. Es kann sein, dass sich daran noch ein bisschen was ändert. So genau bekannt ist das noch nicht, was da noch kommen könnte. Was ich an dem Schweif jetzt vielleicht schon wieder bemängeln könnte, dass man von der Ferne vielleicht von Gegnern erkannt wird. Dadurch, dass man so einen Schweif hinter sich herzieht, wenn man einen Ballon oder eine Zipline rüber macht, das finde ich vielleicht nicht ganz so prall. Wenn das so kommen sollte, bin ich gespannt, ob man es an- oder ausschalten kann. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Zu dem Patch, der gestern Abend rauskam, 1.15, habe ich es mir gespart, ein Video zu machen, weil so besonders sind die Patch-Notes nicht. Deswegen habe ich das einfach mal gelassen. Und ich habe gelesen, dass die an dem Code Leaf besonders hart dran arbeiten. Also für alle, die das interessiert, wann das endlich gefixt wird. Genaueres steht da noch nicht fest, aber es ist wohl das, woran am meisten gerade gearbeitet wird. Das war es soweit schon wieder von mir. Danke fürs Einschalten. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da oder ein Abo, wenn ihr neu seid, um keines meiner Infovideos von Apex Legends oder Livestreams mehr zu verpassen. Und für alle, die jetzt zeitnah wieder das Video sehen, gegen 15 Uhr ungefähr starte ich den nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut, ciao.